Nächste Woche läuft auf Vox das perfekte Dinner und zum allerersten Mal wird die komplette Woche vegan gekocht. Ich habe jetzt 4 der 5 Teilnehmer da und frage die mal ein bisschen aus, wie es sah, sich beim Kochen finden zu lassen. Ich bin hier mit 4 von 5 Teilnehmern vom perfekten veganen Dinner. Hier sind einmal Holger, Katrin, Nathalie und Verena. Wir fangen mal direkt an mit Verena. Was hat dich motiviert, beim perfekten Dinner mitzumachen? Ja, also meine Motivation war eigentlich die, dass wenn ich anfange, mich zu langweilen, dass ich mich dann ja durchaus für Großstadtabenteuer anmelde. Das kann mal ein Marathon oder ein Triathlon sein oder in diesem Fall eben das perfekte Dinner. Aber um ehrlich zu sein, habe ich eigentlich nur eine Diskussion in meiner Facebook-Gruppe abkürzen wollen. Da ging es halt darum, wie das wohl abläuft beim perfekten Dinner, wer da mitmacht, wie man mitmacht. Und ich habe halt einfach die Telefonnummer angerufen und habe gesagt, naja, ich erkundige mich mal unverbindlich. Und tja, der Rest ist Geschichte. Ne? Wie ging es dann weiter nach dem Telefonat? Ja, also ich hatte erstmal ein sehr, sehr nettes Telefonat mit der Produktionsfirma. Die haben erstmal ganz grob abgeklopft, wie lange ich schon vegan bin. Und ja, wir haben einfach nett miteinander gequatscht. Und dann habe ich einen Telefoninterviewtermin bekommen. Das war das Ganze dann nochmal in etwas länger. Wir haben nochmal länger miteinander gesprochen über dieses und jenes. Danach folgte, glaube ich, dass man eine E-Mail schreiben musste mit 3 Gänge-Menüs, die man vorschlagen musste. Und Fotos musste man, glaube ich, noch mitschicken. Ne? War so. Danach wurde dann eben daraus eine Auswahl getroffen und dann hat man einen Termin für ein Videocasting bekommen. Da sind dann 2 Mitarbeiterinnen gekommen zu einem nach Hause und haben nochmal mit einem gequatscht und musste nochmal Fragen beantworten. Und ja, dann haben wir gewartet, oder hat man gewartet, 3 Wochen und dann hat man erfahren, dass man dabei ist in der Gruppe. Ja, also wenn ihr so viele Rezeptideen einschicken musstet, dann müsst ihr schon ganz schön kreativ sein. Wie seid ihr auf eure Ideen gekommen, Katrin? Also bei mir ist das so, dass ich, wenn andere Leute abends einen Roman lesen oder ein Buch lesen, irgendwelche Rezepte lese und ich habe so einen Geschmackskopf-Kino. Und eigentlich denke ich permanent über Essen nach. Was könnte gut zueinander passen? Welche Geschmacksrichtung? Ich lese super viel. Ich lese Blogs, ich lese Zeitschriften, Kochbücher. Also wirklich so, wie andere Leute Literatur lesen. Und denke in meiner freien Zeit mir irgendwie Menüs aus. Also es beschäftigt mich eigentlich permanent. Also war nicht schwer für dich, 3 Menüs zu zaubern? Nee, überhaupt nicht. Ich hätte noch locker 7 Stück hinterher schreiben können. Ja, schön. Wie habt ihr euch jetzt auf das Dinner vorbereitet? Also ich muss sagen, dass ich ziemlich schlecht vorbereitet war. Eigentlich, weil ich erst nachgerutscht bin. Also es ist eine aus der Truppe abgesprungen und dann gab es eine 2. Castingrunde. Und da wurde dann eigentlich erst bei mir die Wohnung inklusive mir aufgenommen und Fragen nochmal gestellt. Und dann war ich erst dabei und ich hatte echt wenig Zeit, also das war schon schwer. Ich habe nicht vorgekocht, das war alles ziemlich spontan, so der Nudelteig zum Beispiel, was ich ja auch im Menü hatte, das war alles irgendwie zusammengerührt. Ja, also ich war ziemlich schlecht vorbereitet, ehrlich. Das macht die Sache noch aufregender. Ja, es war ganz spannend. Holger, wie ist das bei dir gelaufen? Wie war so dein Tag? Warst du zufrieden? Unter den Umständen, wie das alles gelaufen ist bei mir, war ich doch schon ziemlich zufrieden. Also bei mir ist so viel schief gelaufen, auch jenseits der Kamera. Das hat damit angefangen, dass es an einem Tag so geregnet hatte. Wir hatten irgendwie beide Balkons offen und hatten dann irgendwie 12 Liter Wasser oder so irgendwie im Schlafzimmer stehen, so richtig bis unter das Bett, Bettdecken nass. Und das sind so Sachen, die es noch nicht mal, also quasi bis sie irgendwie reingeschafft haben. Und dann lief einfach von da an, ging es einfach komplett bergab. Und dass ich unter den Umständen irgendwie weder ausgerastet bin, noch irgendwie aufgegeben habe und noch irgendwie eine halbwegs passable Mahlzeit zu Tisch gebracht habe, ist schon quasi, also ich bin da schon ganz zufrieden damit.
Es ist auf jeden Fall spannend und es ist in dem Fall jetzt nicht weniger zum Nachkochen inspirierend, sondern zum, es könnte so ein Sicherheitsvideo sein. Wie solltest du nicht im Fernsehen kochen? Und solltest erstmal klar machen, dass du auf jeden Fall, dass deine Elektrogeräte funktionieren, dass dir der Mixer nicht ausläuft und solche Sachen. Der Holger hat das so souverän gemacht, der braucht eigentlich seine eigene Kochshow. Also das war ganz großes Kino, was er da abgeliefert hat. Ja, sollten wir im Auge behalten, Holgers Kochshow. Also wenn du quasi fürs Fernsehen kochen musst und alles schief läuft, dann komme ich und coach dich und sage, nee, mach das mal lieber mit bisschen Werkzeug. Sehr schön. Ja, ich habe das Gefühl, die Stimmung bei euch war ganz gut. Wir haben ja jetzt leider den Nico nicht dabei, aber erzählt mir noch mal ein bisschen, wie war so die Gruppe? Ja, ich glaube, also in Gesprächen haben wir eigentlich miteinander herausgefunden, dass wir alle sehr nervös waren, mit wem man eigentlich zusammen 5 Abende verbringen würde, wie die Gruppe so sein würde. Und wir waren, glaube ich, alle positiv überrascht, um nicht zu sagen erleichtert, dass wir eigentlich alle so auf eine Wellenlänge waren. Und ich würde mal sagen, da entstehen jetzt schon gerade so richtige Freundschaften. Wir haben uns seit dem perfekten Dinner auch schon einige Male getroffen und Zeit miteinander verbracht. Gegessen und getrunken und ganz ohne Kamera, ne? Ja, genau. Ja. Ja, schön. Verena, ich habe ja gehört, dass Attila Hildmann auch involviert war. Hat er euch jetzt beim Kochen über die Schulter geschaut? Nee, der Attila hat uns nicht beim Kochen über die Schulter geschaut und uns auch, also wir wussten nicht, dass er unser Experte sein würde. Und ja, also die Menüs haben wir selber gezaubert und wir sind auch gespannt, wie er sie bewertet oder was er dazu sagen wird. Ja, wir haben gar nicht gewusst, dass er überhaupt das perfekte Dinner kommentiert, bis alles schon im Kasten und vorbei war. Erst als es schon ein paar Wochen vorbei war, haben wir dann irgendwie selber erst erfahren, dass Attila Hildmann das kommentieren wird. Also es wird nächste Woche für euch dann auch spannend. Ja? Genau, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand die vegane Küche ausprobieren möchte, was hättet ihr dann für Tipps? Also ich würde sagen, einfach drauf los. Also auf jeden Fall, was mir geholfen hat, sich auszutauschen, im Vorfeld schon mal so ein bisschen auch mit Leuten zu schreiben, zu fragen, zu gucken, wo gibt es einfach auch ein paar Restaurants, ne? Sich die Karte durchzulesen, dann nachzukochen, Bücher, also mittlerweile ist das ja kein Problem mehr. In Berlin schon gleich gar nicht, du kannst ja super überall essen gehen. Ja, das Internet bietet dir super viel, sei es Facebook, irgendwelche Gruppen oder irgendwelche Blogs. Du kannst ja wild drauf loskochen und einfach machen, da gar keine Angst haben, weil du kannst eigentlich nur was für dich dazu gewinnen. Also für mich war es eine Bereicherung, küchenmäßig. Ich habe vorher nicht viel gekocht und das hat sich erst dadurch ergeben, ne, dass ich einfach so mal geschnuppert habe und dann auch ganz andere Gewürze, so, die waren einfach vorher, so Koriander habe ich nie, Koriander, wo machst du dran? Ne? Und dann auf einmal gehst du so in die asiatische Richtung und dann entdeckst du ganz neue Sachen, super. Ja, ich finde, was halt wichtig ist, dass du dich wirklich mit jemandem unterhältst, der selber auch irgendwie vegan kocht und ein bisschen Ahnung davon hat. Mhm. Weil sonst ist so der erste Anlaufpunkt, wenn du jetzt nicht irgendwie gerade in Berlin wohnst, sondern wenn du jetzt irgendwo auf dem flachen Land wohnst, dann gehst du erstmal irgendwie im Bioladen und fragst da irgendwelche Leute und die haben dann meistens nicht so viele Ahnung und sagen dir dann, nee, mach da ganz wenig Gewürze dran und jeder würde dir sagen irgendwie, nee, marinier das erstmal, sonst wird dein erstes Erlebnis mit Tofu ein ganz schreckliches. Und was glaube ich auch ist, dass man viele Produkte einfach auch durchprobieren muss und sich nicht entmutigen lassen soll, weil du hast am Anfang schon ein paar Fehlschläge, wo du sagst, wow, geht gar nicht, irgendwie wandert direkt in die Tonne und irgendwann findest du aber auch genau was, was dir schmeckt und dann kannst du von da an weitermachen. Also es ist irgendwie, versuch nicht, dass deine Palette kleiner wird und kleiner, sonst dass du so, kannst du nachher gar nichts mehr essen, sondern versuch wirklich so breiter zu werden und auch Sachen auszuprobieren, die du noch nie probiert hast. Genau, weil manche sagen ja irgendwie vegane Küche, das ist, bedeutet Verzicht. Also man sollte auf keinen Fall irgendwie alles weglassen, was man vorher gegessen hat, was nicht vegan ist und dann nur noch den Rest essen, sondern neue Sachen entdecken, neue Sachen ausprobieren, ganz offen sein, wie ihr auch schon gesagt habt. Ja, also auch der Übergang von Omnivore zu vegan von einem Tag auf den anderen klappt auch. Also so war es bei mir, so die Hardcore-Variante. Ich habe also vegan am Anfang völlig abgelehnt, das war für mich völlig irre, was die Leute machen und habe dann aber eben auch begriffen, dass es nicht darum geht, nur noch die Beilagen zu essen und sich das Fleisch wegzudenken oder zu ersetzen,
sondern dass wirklich eine eigene Küche dabei rauskommt. Ich würde sagen, dass man sich auf jeden Fall vorbereiten sollte. Also vielleicht die ersten ein, zwei Wochen, wo man diesen Übergang plant, vielleicht wenn man auch wirklich von Omnivore zu vegan umsteigen will, dass man sich die vorplant und einfach gar nicht so in so einen Hunger reinkommt. Oder es sind ja vielfach einfach Gewohnheiten. Es sind halt Gewohnheiten, die uns treiben, jeden Tag dasselbe zu machen und zu essen. Und da muss man eben so ein bisschen ausbrechen, vielleicht auch mutig sein und man wird auf jeden Fall reichlich belohnt. Vielleicht ist noch ein ganz anderer Tipp, ist einfach auch, dass du dich irgendwie, was man auch oft vergisst, dich nicht abbringen lassen solltest. Also weil das ist, sobald du sagst irgendwie, ich werde jetzt vegan, kommt irgendwo jemand her, ja, Mangelerscheinung, das, piff, paff, dir fehlt jenes, dieses. Und das ist so, das ist ja unnatürlich. Also die typischen Argumente, ihr habt das auch alle schon gehört und dass man einfach auch da halt mal abschalten muss auf Durchzug irgendwie. Vegan ist gut für dich, ist für den Planeten, ist für die Tiere, macht es. Und mal drauf, was die Leute dir sagen. Wir sind keine Aliens und nicht irgendwie merkwürdig, sondern wir sind alle ganz verschieden, wie die Omnivoren-Esser auch. Und wir akzeptieren und tolerieren, glaube ich, alle, was in unserem Freundeskreis oder in der Familie gegessen wird. Und ja, wir sind ganz unterschiedlich. Es gibt nicht den einen Veganer, den man irgendwie komisch finden muss. Mit dem Schubladendenken muss man aufhören. Ja. Die vielleicht wichtigste Frage zum Schluss. Was gab es bei euch zu essen? Holger, fängst du an? Bei mir gab es Essen, echt? Nee, bei mir gab es einen Hummus-Salat mit gebackener Tempeh und Sprossen. Dann gab es einen Burger mit einem koreanisch marinierten Sojasteak in selbstgemachter Barbecue-Soße und Coleslaw. Und als Nachtisch gab es eine karamellisierte Karottensuppe ohne Zucker. Bei mir gab es eine schön ingwerlastige, selbstgemachte Gemüsebrühe mit Shiitake-Pilz-Wantan. Also ich hatte ein asiatisches Menü. Und dazu gab es Seidentofu-Petit-Four. Also ich hatte so kleine Seidentofu-Stückchen mit so Topping. Und als Hauptgericht gab es verschiedene Sommerrollen, verschieden gefüllt mit Tempeh, mit Tofu und mit Seitan. Und noch mit Obst und Gemüse und Sprossen und solchen Sachen drin. Und als Dessert gab es ein Kokoseis auf Ananas-Carpaccio mit Klebreis, Sesamkrokant. Das klingt gut. bei mir gab es zu essen als Vorspeise Pilz-Kräuter-Ravioli. Da so ein Salat dazu mit karamellisierten Birnen. Als Hauptspeise hatte ich ein Kartoffelgratin, dann Sojahack in Filo-Teig zu so einem Säckchen geknotet und mit einer braunen Soße und dreierlei Süßkartoffeln. Und dazu gab es so eine Dill-Senf-Soße. Das waren immer nur so kleine Dinger da, aber sah ganz süß aus. Und als Nachspeise hatte ich ein Lavendeltörtchen. Dann so ein bisschen Obst, einmal mit Zimt und einmal mit Minze so geschichtet und ein Schokoeis. Das war's. Ja, bei mir gab es als Vorspeise grün marinierten Spargel vom Grill an Süßkartoffel-Mandelmus mit Trüffel und Trüffelöl auf einem Himbeersößchen. Als Hauptspeise gab es bei mir weißen Spargel mit Sauce Hollandaise mit Kartoffeln im Salatbett. Und dazu ein Kichererbsenschnitzel. Und als Nachtisch gab es zweierlei Mousse mit marinierten Erdbeeren und Minzpesto. Das klingt alles sehr, sehr lecker. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt richtig Hunger und ich freue mich total auf nächste Woche und bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Interview. Es hat viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss! Das war das Interview zur veganen Version vom Perfekten Dinner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin füttert euren Pflanzen.